Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Das geht aber alles viel So, leichter. hallo, ich bin's wieder, euer Roller Kann Rolf. Und jetzt wollen wir ich mal etwa gucken, nochmal, ja, ne? jetzt Wenn hat du sie auf ein die paar Augen Tage kommst, dann schaust gestanden, du, hast du ja die ne, ob sie Möglichkeit, jetzt so auch ordentlich Kleinigkeiten angeht. wie Na, vorne das Licht da also, runterzuschalten, ich weiß nicht, aber ne, eben nicht Hebel hinten ziehen, raus. Kickstarter, Elektrik ist nicht so meine E-Starter. Stärke. Ja, seht ihr, hier kann man anfassen. Die Karre ist noch kalt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe geschummelt. Ne? Alles gut. Und jetzt ist noch ein bisschen die Kaltstartautomatik an. Ne? Aber alles super. So, jetzt werden wir noch beigehen, vorbeugende Maßnahmen. Werden hier mal aufmachen und gucken, wie der Keilriemen aussieht. Das ist auch ganz wichtig. Nicht, dass der hier wegfliegt, dann hat sie nämlich ein Problem. Ja, Radiodeckel ist ab. Wenn wir hier gucken, der Riemen sieht sehr gut aus. Das sieht auch alles ordentlich aus. Wir haben auch keine Klackergeräusche, wenn der Motor läuft. Das ist auch schön. Also hier machen wir gar nichts. Jetzt werden wir noch mal beigehen, was kaum jemand macht, und werden das Getriebeöl hier wechseln. Na, hier steht im Grunde genommen was. Und da sitzt die Schraube, wo es eingefüllt wird. Und normalerweise müsste da unter dann die Schraube sein, wo es rauskommt. Ne, das werden wir jetzt mal lösen und dann füllen wir das nach. So, seht ihr hier, das unten läuft es hier raus, das ist eine Achter. Ne? Und das füllen wir jetzt gleich mal nach. Na, aber erstmal lassen wir den Siff rauslaufen. Sieht schön schwarz aus. Tja, also ich habe schon schöneres Öl gesehen. Ne, aber es ist okay. Nur das ist schnell gemacht und wenn wir hier schon alles machen, dann machen wir es auch ordentlich. So, das ist so geil, Leute. Ja, wir brauchen 3 Mann, um hier dieses Getriebeöl zu wechseln. Erstmal saugen wir jetzt hier in so eine kleine Spritze, weil ich die große nicht gefunden habe. Saugen wir jetzt das Getriebeöl rein. So, dann nehmen wir diese Spritze. Zack. So. Ne? Seht ihr? Jetzt haben wir das aber schon 4-mal gemacht. Ein 5. Mal müssen wir noch. So, jetzt die 10er Schraube noch festziehen. Ne? Das hier unten ist die Ablass. Das ist ein 8er. Das ist die 10er. Ich zeige euch jetzt auch gleich mal, warum das Ganze da nicht funktioniert hat und wie wir das so kompliziert machen mussten. Ja, ich wollte euch das ja nochmal erklären. Das Problem ist bei dem Getriebeöl. Hier haben wir ja so ein Pnückel. Und der soll da normalerweise reingehen. Der geht da aber nicht rein, der passt da gar nicht rein. Deswegen mussten wir diese kleine Spritze nehmen und das mit der kleinen Spritze machen. Ne? Weil dieses Ding da nicht reingeht. Und ich die große nicht gefunden habe. Das ist wieder meine Ordnung, typisch. Ne? Dann zeige ich euch nochmal. Ja. Das war das alte Getriebeöl. Wenn ihr das seht, war das doch wenig. Da waren ungefähr 50, ne, ungefähr 50 Milliliter drin. Und irgendwie gehören wohl knapp 100 da rein, die jetzt aber drin sind. 5-mal haben wir das mit der Spritze gemacht, mit 5 Personen. Gut, ich mache mir jetzt eine Fluppe an, trinke einen Kaffee und so. Und dann machen wir weiter da an den Ofen. Ne, im Hintergrund, ja, da hört er eine Zip. Ja, die zippt nämlich rum. So, Batterie ist auch montiert. Ne, hier dieses Startrelais, alles da reingesteckt, das lag alles ein bisschen rum. Hier auch festgemacht, damit hier nicht diese tierische Batterie durch die Gegend fliegt. Jetzt gehe ich noch mal bei. Ich gehe jetzt noch mal bei und wechsle hier diese Zündspule, weil die an dem anderen dran war, ist angeblich so eine Hochleistungszündspule. Ne? Ja, ich habe die zwar dran an meiner Helix, ich habe aber nichts gemerkt von Hochleistung. So, jetzt habe ich sie montiert. Die Hochleistungszündspule. Ja, zumindest ist sie schön orange. So, die Hochleistungszündspule ist jetzt dran. Das Getriebeöl ist gewechselt. Die Batterie ist fest. Und jetzt ist Schlüssel rum. Hebel ziehen, ja.
will ich hören und nichts anderes. Das ist hier also der alte Auspuff. Wenn man den ordentlich entrostet und lackiert den nochmal, kann man den ohne weiteres nochmal benutzen. Muss man kein Geld ausgeben. Steht ein bisschen schräg, aber das macht nichts. Ja, hier. Ich sprühe hier nochmal rüber. Das ist, ja, das ist das Hitzeschutzblech, ja, für den Auspuff, da wo dann das Helmfach drauf sitzt. Ja, damit das dann nicht an zu stinken fängt und dir das wegschmort, dann hast du nämlich Sitzheizung. Das ist jetzt auch nicht so cool. So, hier ist nochmal das Hitzeschutzblech, ne, was ich da drauf gemacht habe, das war hier nicht. Warum das jetzt hier eine Beule hat, weiß ich allerdings auch nicht. Die Balli habe ich jetzt soweit zusammengebaut. Ich zeige euch das mal. Die werde ich noch ein bisschen sauber machen und jetzt gleich die ganzen Funktionen nochmal überprüfen. Na, das sieht alles ganz ordentlich aus. Natürlich ist das Teil nicht mehr die jüngste. Aber wenn wir gucken, macht sie jetzt einen ordentlichen Eindruck. Jetzt überprüfen wir nochmal die ganzen Funktionen und dann werde ich eine Probefahrt machen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das alles so weit funktioniert. Wenn er jetzt fragt, warum, dann guckt man hier auf den Tacho. Wir haben hier 10.000 Kilometer, die gelaufen sind. Und so und bei der anderen haben wir 20.000. Außerdem habe ich euch ja gesagt, die Reifen sind hier noch ziemlich neu. Den Auspuff haben wir gewechselt und insofern denke ich mal, müsste das hier die bessere Alternative sein. So, nachdem sie jetzt wieder zwei Tage gestanden hat, starte ich sie jetzt mal mit dem E-Starter. Wieder der schönste Part. Ja. Probefahrt. Wollen wir mal die Karre anmachen? Leute, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ne? Ja, ich bin selten einen Roller gefahren, der keine Mofa ist, aber läuft wie eine Mofa. Ne? Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ne? Ja, also da muss ich noch mal ran, irgendwas machen, Radio, Vergaser, irgendwas ist da noch nicht okay. Ne? Ja, das ist ja eine Zumutung, das Ding, das schläft ja ein unterwegs. Ne? Mann. So, ja. Jetzt müssen wir erstmal das Helmfach aufmachen und dann
ne, das rausnehmen, damit wir am Vergaser kommen, weil ich glaube, irgendwie Gemisch, Vergaser oder eventuell könnte auch die Vario sein. Ne? Also machen wir das mal auf hier. Ja, scheiße. Ja, das war wohl nix, ne? Hier. Au, 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 au. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? Wenn er das Helmfach nicht aufkriegt. Werden ja einige von euch kennen. Wow, jetzt bin ich aber ein bisschen am Hals. So, nochmal. Nochmal, damit ihr seht, dass ich nicht schummel. Ne? Schlüssel rein. Hier rührt sich gar nichts. Ne, was ich euch jetzt aber nochmal zeigen wollte, finde ich auch geil. Das ist der Schlüssel von dem einen Roller. Und das hier, ja, ist der Schlüssel von dem anderen Balli. Das stecke ich jetzt mal rein und jetzt drehe ich mal. Ja, finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, ne? Dass man von dem den Schlüssel auch nehmen kann. Aber es nützt ja nichts, geht trotzdem nicht auf. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir die ganze Scheiße hier irgendwie öffnen können. Von unten habe ich schon versucht, da geht nichts. Jetzt löse ich erstmal diese beiden 10er Schrauben. Und dann haben wir da so einen Trick. Ob der funktioniert, weiß ich aber noch nicht so genau. Ja, nach stundenlangem Gewühle, hat der Cord das gemacht. Ne? Wir haben das Rücklicht hier abgebaut, haben alles Mögliche versucht und so. Und dann sind wir hier durchgegangen mit einem langen Schraubenzieher und bis zu dem Schloss gekommen, das zeige ich euch jetzt mal. Und dann haben wir hier Druck ausgeübt und dann ging es Gott sei Dank. Dann muss man natürlich im Blindflug, weil das ja alles nicht offen ist, muss man genau den richtigen Punkt treffen. Und wenn man den dann trifft, dann drückt man mit dem Schraubenzieher. Ja, wenn man ihn dann trifft. So, man muss jetzt den richtigen Punkt treffen, dann muss man mit dem Schraubenzieher drücken. Habt ihr gehört? Und dann ist es offen. Ach, ich bin glücklich. So, ich zeige euch das jetzt nochmal. Hier seht ihr erstmal, der Bautenzug ist hier ausgehakt. So, man muss also im Blindflug hier mit dem Schraubenzieher hier gegen diesen Pinökel drücken. Und den dann, seht ihr, wenn man den wegdrückt, öffnet sich das hier. So, meine Lieben, ja, der Schlüssel steckt. Ne, Starterknopf drücken. Ne, alles gut. So, und jetzt, ne, das muss ich unbedingt euch zeigen. Seht ihr, das ist hier der Schlüssel. Jetzt haben wir hier den Schlüssel von dem anderen. Ja, den stecken wir jetzt hier mal rein, jetzt drehen wir den rum und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Also ein kleiner Tipp für alle Ballifahrer, ne, probiert das mal aus. Finde ich doch ein bisschen merkwürdig, dass von zwei verschiedenen Modellen die Schlüssel packen und man sogar damit starten kann. Also das mit dem Zündschloss ist schon komisch. Jetzt machen wir noch eine andere Probe. Wir haben ja hier nochmal die Staufach. So, das ist der eine. Geht. Jetzt der andere. Geht. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von Honda. So, nachdem wir jetzt das Helmfach aufgekriegt haben, müsste ich jetzt normalerweise nochmal beigehen und gucken, ja, warum die Kiste so böse rennt. Ja, ne, das bringt einen ja völlig durcheinander und die Haare fliegen nach hinten bei der Geschwindigkeit. Ne, das hebe ich mir aber auf fürs nächste Mal, ne, weil es wird jetzt ein bisschen kalt
Also so kalt ist es. Also meine Lieben, ne, schließen wir hier diese ganze Geschichte jetzt mal ab. So, ja meine Lieben, ne, wisst ihr ja, einmal noch mal anmachen. Na? So, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. Aber die war schon an. Ach so. Ja, brauchen wir mal ein bisschen höher. Gut, gut. Warte.